Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Elite Dangerous. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Nach so langer Zeit kommt auch mal wieder ein Video. Und ich bin gerade ein bisschen am Erkunden und habe diese wunderschöne Schönheit hier gefunden gerade. Mal ein bisschen durchgucken, mal ein bisschen anschauen. Ist ein leider nicht landbarer Himmelskörper, den wir hier finden. Ich kann euch das mal gerade zeigen, wo ich mich gerade hier aufhalte. Den habe ich hier gerade gefunden. Der ist, wer landbar wäre, wäre bestimmt mega. Aber wir wollen weitergehen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat denn dieser wahnsinnige Zwerg hier vor? Und zwar, mal ganz kurz gucken. Ich bin gerade ein bisschen am Erkunden unterwegs. Das habe ich in Elite Dangerous tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und ich zeige euch nach dem nächsten Sprung, wo es denn eigentlich hingehen soll. Ja, ich habe nur sehr, sehr kleine Sprungrate. Das heißt, 11 bis 12 Lichtjahre kriege ich locker flockig hin. Alles, was drüber hinausgeht, wird schon schwierig. 13, 14 könnte noch gehen, aber danach ist Ende im Gelände. Ja, das Ding ist relativ klein, nicht hardcore gepimpt. Ja, der Sprungantrieb ist auch recht überschaubar. Ja, alles in allem wenig gut vorbereitet in diese Ausdehnung rausgeflogen. Noch nicht ganz so weit weg. Klar, der Sprungreichweite auch einfach im Prinzip mal ein bisschen geschuldet. So. Gucken wir mal schnell, was hier gibt. Nix. Okay, dann kann ich euch mal ganz kurz die Route zeigen. Also wir befinden uns jetzt aktuell hier und wollen hier bis zu diesem Treibstoffstern und dann wollen wir hier ein bisschen weiter und dann wollen wir ungefähr bis dahin. Ja. In den Lagoon Nebula und dann irgendwann in den Eagle Nebula. Da wollen wir hin. Das ist erstmal so die Idee. Und von dort aus Richtung ein bisschen, vielleicht hier noch ein bisschen rum. Vielleicht gucke ich dann auch nochmal hier oben, was man so alles noch abgreifen kann. Aber ihr seht schon, ich bin noch nicht wirklich aus der Bubble draußen. Also das ist jetzt wirklich noch, ja, ganz, 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 ganz nah dran an den Gestirnen, ja. Und hier seht ihr schon, also hier ist zwar nichts so im Umkreis, was noch bewohnt ist, aber ich bin so gerade ganz am Rande von den bewohnten Sternen. Ich könnte mal ganz kurz umschalten, ob ich noch irgendwo auf Macht spiele. Ja, da bin ich ein bisschen draußen. Realistische Karte. Ich würde das ganz gerne nach Sternenklasse sortieren. Und dann... Wirtschaftliche Routen, Reichweite, 0 Tonnen, ist okay. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken, wie man das hier einblenden lassen kann. Na, ich habe ja hier quasi von hier aus meinen Weg gewählt. Schweifboost. FSA-Boost. Kein Boost. Ja, das ist richtig. Schauen. Ja, es ändert sich dadurch eigentlich überhaupt nicht. Hier ist auch nichts zu finden soweit. Da, wo ich jetzt gerade bin, wie gesagt, ist relativ unspektakulär. Wir wollen das alles im Raster einblenden lassen. Jo, nee, soweit. Also, ich sehe da jetzt erstmal keine großen Geschichten laufen. Aber das ist so der Plan. Ich könnte hier auch noch mega viel umswitchen, besuchte Sterne zum Beispiel, nicht besucht oder besucht eben, Sternenklassen könnte ich mir anzeigen lassen und ich könnte es aber auch ausschalten. Aber das, wie gesagt, Sternenklassen finde ich gar nicht so schlecht, dann sieht man das hier gleich. Ich habe mal alle angelassen, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt gerade die mega geilste Idee, die man haben kann, aber ich habe mir gedacht, Mensch, warum denn nicht? Ja? Da konnte man den Raster... Nö, das ist eigentlich... Ich glaube, ich lasse das alles so, wie es ist gerade. Sprungdaten und so weiter. Das braucht man nicht weiter verändern. Wie gesagt, der Deal ist jetzt gerade. Den haben wir ja schon erforscht. Dann lass uns mal wieder weiter jumpen. Ja, wie gesagt, meine Hauptaufgabe besteht darin, ich möchte neue Gestirne finden. Beziehungsweise eigentlich möchte ich hier mal mich ein bisschen umsehen, was so gibt, ja. Und bin hier mal am Gucken. Wie gesagt, es ist nicht groß aufgepimpt, das Schiff. Da habe ich ein bisschen was getan. Ganz, ganz wenig nur. Aber eigentlich mehr oder weniger nur dafür, um hier einfach mal ein bisschen lustig rumzufliegen.
Und das war es auch im Großen und Ganzen schon. Ob ich diese Route, so wie ich sie geplant habe, in diesen vielen, vielen Teilsprüngen, ob ich die so erfüllen kann oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich feststellen sollte, da ist jetzt irgendwie ganz, ganz schwierig alles und wir kommen irgendwann nicht mehr weiter oder sind zu stark beschädigt, um weiter zu fliegen, dann werden wir wahrscheinlich die Route abbrechen müssen. Aber jetzt im Augenblick, och, wenn das Schiff draufgehen sollte, so teuer war es denn dann auch nicht. Also da mache ich mir jetzt eher gar keinen Kopf. 8 Objekte, da können wir mal kurz gucken. Ich gucke einfach mal, wenn ich hier irgendwas Interessantes finde, wo ich mal sage, boah, das müsste ich mal angeguckt haben. Den hier zum Beispiel fände ich ziemlich interessant mal zum Anschauen. Die restlichen schauen eher trostlos aus. Aber den ersten könnte ich mir vorstellen. 423 Lichtsekunden. Gut, dann lass uns den mal auswählen. Wie gesagt, ich nehme hier mal ein bisschen was mit, aber seht's mir nach, meine Freunde. Zumindest in dem Bereich, wo ich ja schon weiß, dass hier eigentlich alles erscannt sein müsste, weil er so nah an der Bubble noch dran ist. Also an den bewohnten Gebieten. Und da werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Himmelskörper erforschen. Ich hätte gerne den Ersterforscher-Bonus. Da müssen wir aber, glaube ich, nochmal eine ganze Spur weit rausfliegen. Und das ist, glaube ich, noch eine ziemliche Herausforderung. Denn so oft, ihr wisst selber, so oft war ich denn auch noch nicht in den Tiefen des Weltalls, weit weg von allem, was denn da so kreucht und fleucht. Ich bin da eher schon seit meiner Elite Dangerous Zeit in der Bubble geblieben und habe mich da ein bisschen verlustiert. Ja, das war halt bisher immer so meins. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir macht das Exploren weitaus mehr Spaß. Ich könnte mir das durchaus auch mal im Livestream vorstellen. Es macht einfach irgendwie Laune. Ich habe da voll Bock drauf. Und ich finde das auch total mega. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach Mensch, wenn ich das jetzt eh schon gerade spiele, warum nehme ich nicht euch einfach dazu mit und vielleicht entdecken wir was Schönes gemeinsam. Wie gesagt, das mit den ganzen Targoiden und so weiter und mit diesen Ruinen und den Guardians und das klingt alles ganz nett, aber es zieht mich jetzt nicht weiter, ja. Ich persönlich finde diese Möglichkeit herzugehen und zu sagen, ja, lass uns mal was entdecken, was noch keiner vor uns gefunden hat. Das muss ich sagen, das reizt mich an Elite Dangerous am allermeisten und da habe ich am allermeisten Bock drauf. Denn das ist einfach so das, was ich mir da vorstelle. Einfach irgendwo hinzufliegen, wo noch nie einer vorher war und was zu entdecken, was nie einer bisher gesehen hat. Das nimmt mich einfach mit. Ich mag diesen Entdeckerdrang, den jeder ja irgendwo auch in sich hat. Und das holt mich einfach ab. Finde ich persönlich, ja. Wie gesagt, Elite Dangerous, für mich eins der grandiosesten Spiele auf dem Markt, gerade im Space-Simo-Bereich, ja. Wenn ihr das noch nicht kennt, empfehle ich es euch einfach mal reinzugucken. Viele sagen dazu allerdings, es ist mega mördermäßiges Grinde. Da sehe ich doch auf, muss ich recht geben, klar, ist es. Aber ich finde, das Spiel gibt einem aber auch erst was. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz nochmal schnell gucken. Nee, da wollte ich nicht hin. Ja, wenn ihr mich hinzufügen wollt in Elite Dangerous, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja. Ich bin hier. Ah, hier habe ich noch keinen Rang gefarmt. Rangfarmen hier bei den Mächten und so weiter. Das wäre natürlich auch irgendwie mal cool. Seit seinem letzten Update, okay. Ja, den Ruf, der ist mir eigentlich ziemlich Banane. Und hier haben wir Kontostand 7,1 Millionen aktuell. Der Ersatzwert, ihr seht schon, 458.000. Ist okay. Ist okay. Bin ich gar nicht, können wir das Schiff so oft schrotten, wie wir wollten. Aber natürlich ist das niemals das Ziel, ne? Ist ja logisch. So ein bisschen tanken auf dem Weg und dann verlassen wir wieder den Stern hier. Und springen den einfach zum nächsten. Vielleicht findet man da einfach was. Wie gesagt, ich bin da jetzt gar nicht mal so. Ich will jetzt einfach mal querbeet da durchfliegen. Wer weiß, was man noch mal findet. Und, ja, das ist so gerade mein Deal, den ich habe. Wenn es euch gefällt, wenn es euch taugen sollte, werde ich solche Folgen öfter mal bringen, wo ich einfach mal mit euch zusammen durch die Galaxiestreife. Das mache ich dann doch ganz gerne mal. Einfach so für mich zum Entspannen und Chillen. Meistens haue ich da noch ein bisschen Musik an und dann lasse ich es einfach mal laufen. Ja, das ist so, ja. Ich finde das cool.
mir macht das Spaß. Ja, ist wieder nur der eine, ne? Ja, okay. Oh, nehmen wir noch mit. Wie gesagt, ich möchte auch die Sterne gerne mitnehmen. Und mein Ziel wird dann sein, ich werde wahrscheinlich dann, vermutlich werde ich dann, also ich spiele grundsätzlich, mach mal anders. Ich spiele grundsätzlich immer in einer privaten Gruppe, und zwar der Zwergtube-Gruppe. Wenn ihr diese Gruppe kennt oder nicht kennt, wenn ihr Zwergtube als Freund hinzufügt, dann lade ich euch wahrscheinlich einfach mal, wenn ihr online seid, in die Gruppe ein. Wenn ihr es noch nicht seid, schreibt mich einfach an und sagt, hey Zwergi, lad mich doch mal bitte in die private Gruppe ein. Dann könnt ihr immer unter der Zwergtube-Gruppe spielen. Da werde ich mich auch immer einloggen. Das heißt, wenn ihr ohnehin schon vorhabt, mit mir zusammen auch mal irgendwo in den Weiten des Alls unterwegs sein zu wollen, gerade mit den größeren Schiffen, holt ihr mich ja locker flockig ein. Ja, wie der gute Kommandant Juggernaut zum Beispiel, der gerade online gekommen ist. Ja, dann fügt mich einfach hinzu und sagt, hey Zwergi, lad mich mal bitte in die Gruppe ein, wenn ihr seht, ich bin online. Das kann manchmal ein paar Tage dauern, bis ich auch tatsächlich online bin. Ja? Aber wenn ihr mich gerade seht, einfach fragen. Ja, und wer weiß, wer da noch alles rumspringt. Und dann vielleicht könnt ihr auch mal zusammen rumfliegen. So in die Richtung, dachte ich mir das. Und da es in Elite Dangerous halt auch immer was zu tun gibt. Oh, interessant. Da es hier immer was zu tun gibt, ist natürlich auch so eine Sache. Ja, ist eine ganz kleine Sonne hier. Ein roter Zwerg. Oh, wie bezeichnend. Okay. Ja, ich muss beim nächsten Mal ein bisschen näher ranfliegen, um mal wieder ein bisschen aufzutanken. Ich habe schon ein bisschen Sprit verloren. Und weiter geht's. So, wenn ihr fragt, welches, was ich gerade für ein System verwende, mit dem ich steuere, ich habe ein HOTAS-System von Thrustmaster. Es sollte in der Videobeschreibung verlinkt sein, wenn ihr es nicht kennt. Ich kann damit super umgehen. Auch als Linkshänder ist das sehr, sehr einfach damit zu lernen, mit der rechten Hand feine Bewegungen durchzuführen. Das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich habe mich da innerhalb von 3-4 Tagen super dran gewöhnt gehabt und seitdem möchte ich dieses System auch so nicht mehr vermissen. So, hier haben wir da 22 Objekte, da wird doch hoffentlich mal was dabei sein, ha? Nix. Tote Hose hier. Tote Hose, alles schon erkundet, sehen wir gerade. Wenn ihr mal irgendwas finde, also ich werde mal gucken, das sollte jetzt hier alles noch relativ bekannt sein. Also hier, ich muss sagen, was mir sehr, sehr arg gefällt. Ah, jetzt habe ich das nicht gemacht. Ne, egal. Was mir sehr arg gefällt, ist diese geringe Sprungreichweite. Birgt natürlich auch die Möglichkeit. Alle, die große Schiffe hatten, die Jumpercondas und solche Geschichten, die sind natürlich innerhalb von ein paar Sprüngen aus dieser ganzen Blase hier raus. Die springen halt fünfmal so schnell wie ich. Ja. Und die haben diese Probleme gar nicht. Ja. Das heißt, die sind innerhalb von keine Ahnung, ein Fünftel der Zeit sind die hier aus dem Gebiet weg. Und vielleicht habe ich die Hoffnung, dass ich dann doch nochmal Ecken finde, wo halt alle durchgesprungen sind, aber keiner hier stehen geblieben ist, weil sie halt einfach mehr Reichweite hatten als ich. Aber es gibt ja noch genug zum Entdecken. Also muss man ja, da braucht man ja jetzt nicht traurig sein, wenn man noch nichts gefunden hat, was einem bleiben möchte. Ja, das ist nur eine Sonne. Bleiben auch nicht lang. Ja, es gibt ja da auch, wie gesagt, Sterne und so weiter, die natürlich deutlich lukrativer sind als das, was ich jetzt hier scanne. Aber das soll ja auch gar nicht die Ambition hier sein. Wie gesagt, ich nehme das hier alles als Durchreisemöglichkeit. So, wir hauen da einfach gleich wieder ab. Ja, ob ich mich mal irgendwann am Ruf farmen zum Beispiel wieder beteiligen möchte, das weiß ich noch nicht. Wenn dann nach dieser Tour, die ich hier fliege, ich würde sagen, die Taurus, die ist noch ein bisschen, die hat noch ein bisschen Zeit, ja. Also die muss auch mal ein paar Lichtjahre fliegen. Das ist jetzt momentan so geplanterweise meine weiteste Entfernung, die ich jemals bisher in Elite Dangerous zurückgelegt habe. Und
Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool soweit. Ah, hier ist ein bisschen was aufgeploppt. Ich tank mal schnell auf 200 ungefähr hoch, weil ich brauche mehr Sprit als das, was ich jetzt bisher gesammelt habe. So, gucken wir mal schnell. Hier ist was zum Landen. Das schaut interessant aus. Von Bunbun zuerst entdeckt. Alles, schaut alles cool aus, aber das interessiert mich hier am allermeisten eigentlich. Haben wir hier schon Daten? Ich glaube, die haben wir schon mittlerweile geholt, oder? Ja. Dann will ich mal das hier erforschen, weil das schaut mir für mich interessant aus. Ist auch landbar. Deswegen werde ich mir, vielleicht werde ich auch da mal landen mit euch. Und in der nächsten Folge gucken wir uns einfach mal auf der Oberfläche um. Wie gesagt, das können wir ja uns noch entscheiden. Ich behalte mal Flugreichweite bei. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen vom Stern wegkommen, damit wir beschleunigen. So, da düsen wir jetzt mal hin. 161 Lichtsekunden, meine Lieben, das ist jetzt keine Wucht. Ja. Das ist jetzt wirklich eher Kindergarten. Was aber durchaus interessant ist, bei 150 Lichtsekunden rum, das ist schon, das könnte schon was sein hier. Vor allem, wenn es landbar ist, finde ich es halt also super interessant. Gucken wir mal, wie viel, was das dann auch für ein Himmelskörper ist. So. Ganz kurz gucken. Keine Daten bisher. Umlaufzeit, Radius. Wir haben keine näheren bezeichnenden Daten hierbei. Wir wissen nur eben anhand dieser Karte, dass man hier landen kann. Aber jetzt holen wir uns mal den Datenpool, den wir haben wollen. Und dieses Ding hier, den werden wir natürlich auch dann scannen noch wahrscheinlich. Was? Nicht erforscht, nicht erforscht. Planeten mit Landemöglichkeiten, okay. So, jetzt sind wir hier dran. Okay, was haben wir hier? 0,11 G. Das ist ja gar nichts, ne? Endlich wieder Buggy Jumps! So, ein bisschen langsam anfliegen. Wollen wir jetzt nicht rausrumpeln. Aufprall wollen wir ja. Bisschen langsamer noch vielleicht. Schaut auf jeden Fall cool aus. Vielleicht hier auf diese dunklere Stelle dahin fliegen. Also ein kleines Art Gebirge. Da finde ich es doch mal sehr interessant. Ja, vielleicht. Wir gucken uns einfach mal diese Welt hier an. Viel sollte es ja hier nicht geben. Orbital Flight engaged. So. Oh, das sind so Krater oder sowas. So, wir sind im Gleitmodus. Da möchte ich auch möglichst gerne bleiben. Schaut das cool aus, oder? Mit diesen Canyons hier drin. Können wir in diese Canyons reinfliegen? Stimmt, oder?
ziemlich steil nach unten hier, vom Fliegen her. Aber wenn sich hier kein Dunst aufbaut, dann ist es für mich auch wenig interessant eigentlich. Jetzt höchstens zum Ressourcenabgreifen interessant. Haben wir irgendwas gefunden? Nee, ne? Ich sehe hier auch ehrlich gesagt gerade nichts, was mich irgendwie jetzt total begeistern würde. Schaut da doch alles eher 0815 mäßig hier aus. Können wir in die Außenkamera gehen. Schaut schon geil aus, oder? Kamera kippt ein bisschen. Gefällt mir. Aber soll uns jetzt erstmal nicht Thema sein. Wir fliegen wieder auf nach oben. Auf geht's. Und raus da. Es funktioniert tatsächlich ganz, ganz toll. Ich hätte jetzt landen können, klar, aber für was gerade im Moment? Hier, es gibt noch nichts zu erkunden. Wenn ich mal wirklich einen Planeten finde, der landbar ist, der richtig geil aussieht, dann würde ich mir den auch gerne mal angucken. Aber im Augenblick, wenn wir ihn wirklich noch nicht als Erster entdeckt haben, dann reizt mich das auch ehrlich gesagt nicht. Gucken wir mal schnell hier noch. Das wäre so eine Eiswelt vielleicht, aber nee, es interessiert mich auch eher gerade nicht so. Auf geht's, nächste Baustelle. Ah, wir sind voll. Mensch, haben wir auch noch schon lange nicht mehr geschafft. Meine Lieben, ich springe hier noch ein bisschen weiter und vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn, wie gesagt, Bock drauf habt. Ich kann es jetzt überhaupt nicht abschätzen, nachdem Elite Dangerous seit langer Zeit jetzt nicht mehr lief, wie ihr da drauf einsteigt, wie ihr da Bock drauf habt. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn da viele mich auf meiner Reise hier ins Unbekannte begleiten würden und wenn da viele mitmachen wollen würden. Vielleicht nehme ich auch jetzt gleich nochmal die nächste Folge hinterher auf. Das weiß ich noch nicht. Nur mal gucken. Also, bis dahin. Habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.